Aussteiger, Heretiker, Revolutionäre, ihr seid eingeladen zu den Grow How Retreats. Retreat von Englisch, zurücktreten aus dem Alltag, aus der Normalität und wieder zu sich kommen, zu sich finden, zu seinem Ursprung wieder näher kommen. Ganz besonders hier interessant, nämlich am Ende der Welt in Costa Rica, denn wir sind hier quasi wirklich am Ende der Welt. Also wenn wir da rausblicken auf den Pazifik, sind so ungefähr 14.000 Kilometer nur Wasser. Und am Ende der Welt kann man leicht einen neuen Anfang nehmen. Und dazu fällt mir ein, dass die Geschichte von Pinocchio, der ja sein ganzes Leben damit verbringt, seinen Schöpfer und Vater wiederzufinden, nämlich am Ende der Welt, und zwar im Innersten, im Allerinnersten der Welt, symbolisiert ja in den Gedärmen eines Wals, also inwendiger und metaphysischer geht es ja gar nicht, das ist eben am Ende der Welt. Da trifft er wieder auf seinen Ursprung, auf seinen Schöpfer und Vater und wird ein richtiger Mensch, ja? wie die Fee es versprochen hat. Und das ist der Retreat. Ja? Wir kehren zu uns selbst zurück und sammeln wieder Kraft und Orientierung. Wir lernen über das Grow, über unser Wachstumspotenzial und individuelle Möglichkeiten. Das heißt, wachsen sowohl hier auf der Erde als auch hinauf in den Himmel. Und das ist eben der integrale Grow-Ansatz. Und dass wir das beide miteinander verbinden. Wir lernen Rituale, die eben auf beide Ebenen abzielen. Wir lernen Hilfsmittel, die in unserem Alltag helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, motiviert zu sein und fröhlich zu sein und auch miteinander verbunden zu sein. Also wir Grojaner und Grojanerinnen sind halt ständig miteinander verbunden und unterstützen uns gegenseitig, und auch dazu gibt es Updates. Diese Retreats finden hier in Costa Rica statt, aber auch in Europa. Ich gebe euch hier einen Link für die aktuellen Termine, und wenn ihr wissen wollt bzw. noch nicht wisst, in welche Richtung es geht, dann empfehle ich die Bücher des Lebens bei Amazon Kindle. Die sind sehr unterhaltsam oder auch sehr informativ. Neue Klassik, Weltliteratur, ist vielleicht eine gute Vorbereitung, das eine oder andere Buch lesen, bevor es dann geht in die einmaligen, exklusiven Retreats der Stiftung George Grow. Einmal mehr aus Costa Rica, Zentralamerika, pura vida.